Herzlich willkommen zu dem ersten Video unserer neuen Discord-Bot-Reihe. In diesem Video erkläre ich euch, wie ihr Python richtig installiert, wie ihr die IDE aufsetzt und wie ihr euren ersten Test-Command programmiert. Zuerst fangen wir damit an, Python zu installieren. Ich verlinke euch diese Website auch in den Kommentaren. Hier geht ihr einfach auf den Download Python 3.11.3 Button, da drückt ihr einmal drauf und schon startet euer Download. Das könnt ihr jetzt einfach mal ausführen und installieren und dann könnt ihr auch gleich schon weitermachen. Als nächstes machen wir mit unserer IDE weiter. Ich benutze gerne PyCharm, da ich finde, es ist eine der besten Python-Umgebungen, die ich kenne. Wir drücken hier einfach auf Herunterladen, drücken dann hier ganz wichtig auf Community herunterladen. Die Professional würde was kosten, die brauchen wir aber nicht. Wir gehen hier auf Herunterladen und schon startet unser Download und ihr könnt die Excel-Datei einfach ausführen und die Installationsschritte befolgen. In PyCharm angekommen wird es bei euch hier wahrscheinlich noch nicht so aussehen, da ihr es ja gerade erst neu installiert habt. Ihr drückt hier oben auf New Project, könnt hier euren Namen eingeben. Ich gebe jetzt hier einfach mal mchost ein. Dann, wir können hier einmal ein Welcome-Script erstellen lassen. Das machen wir einfach mal. Wir können hier auf New Environment klicken. Dann hier die Einstellung lassen wir einfach. Das andere lassen wir auch einfach und drücken auf Create. So, sobald es fertig geladen ist, drücken wir einmal STRG und A und löschen erstmal alles raus. Als nächstes müssen wir Dsnake importieren. Dsnake ist eine API für Discord-Bots. Die benutzen wir, da sie, wie ich zumindest finde, benutzerfreundlicher ist als das normale Discord.py. Genau. Wir schreiben also hierzu import Dsnake und da wir nicht immer Dsnake schreiben wollen, sondern auch einfach Discord, schreiben wir hier noch sdiscord rein. Dann brauchen wir auch noch einmal die Commands, da wir ja slash Commands benutzen wollen, schreiben wir hier from Dsnake.ext import Commands. So, bei euch wird das jetzt hier noch so rot sein. Ihr könnt jetzt hier einfach auf Install Package Dsnake drücken. Dann dauert es einen kleinen Moment. Nun müssen wir erstmal festlegen, was unser Client ist. Wir haben hier die Variable Client und schreiben dahinter commands.bot, dann Klammer auf. Dann schreiben wir hier Discord. .ext .commands .when mentioned. Wir legen hier sozusagen unser Prefix fest. Da wir heute aber alles mit slash commands machen werden, haben wir kein Prefix, sondern nur wenn wir den slash command verwenden. Danach müssen wir noch die intents festlegen. Das sind die Sachen, die der Bot sehen darf und die er nicht sehen darf. Ob der Bot jetzt User in deinem Server sehen darf, das kannst du eben hier festlegen, ob er deren Nutzerprofile sehen kann. Das kannst du hier alles festlegen. Wir nehmen heute einfach mal alle, da ist das sehr vereinfacht. Dazu geben wir discord.intents.all ein und schon haben wir diesen Schritt auch geschafft. Als nächstes brauchen wir mal ein Event. Dazu schreiben wir client.event. Diese zwei Klammern, die brauchen wir nicht, die können wir wieder löschen. Und darunter geben wir async dev und dann onReady ein. Und ein Doppelpunkt.
OnReady ist die Funktion, wenn der Bot gestartet ist, dann wird das Event einmal aufgerufen und hier drin können wir jetzt einmal eine Infonachricht ausgeben lassen in der Konsole, damit wir wissen, der Bot ist vollständig geladen. Ich schreibe jetzt hier einfach rein, der Bot ist fertig geladen und bereit. Als nächstes wollen wir auch eine kleine Infonachricht hinzufügen. Dazu geben wir hier einfach await client.change-presence ein. Können wir hier auch gleich vervollständigen. Danach müssen wir zwei Dinge festlegen. Erstmal müssen wir die Activity festlegen. Dazu geben wir hier Activity ein. Discord. Activity, diesmal groß geschrieben. Punkt. Ich nehme jetzt hier einfach mal Playing. Dann wird bei euch angezeigt, euer Bot spielt irgendwas. Hier können wir dann noch den Namen des Spiels eintragen. Zum Beispiel spielt auf eurem Server. Danach müssen wir noch, kommt hier ein Komma hin, danach müssen wir noch den Status festlegen. Dazu geben wir hier Status ist gleich Discord.status.online ein. Online ist es zwar standardmäßig, aber wir könnten jetzt hier auch zum Beispiel Do Not Disturb eingeben. Und schon sind wir auch mit dem Teil fertig. Wir sind mit diesem Event fertig. Ihr könnt natürlich sehr, sehr viele andere Sachen da noch hinzufügen. Ihr müsst aber immer gucken, ob ihr wirklich wollt, dass diese Sachen gleich, nachdem der Bot fertig ist, fertig geladen ist, aktiviert werden sollen. Ich gebe jetzt als nächstes unseren ersten Slash-Command ein. Wir geben hier wieder ein @client.slash-Command. Hier können wir dann den Namen über Name eintragen. Ich gebe jetzt hier einfach mal Info ein und als Description nehmen wir dies ist ein Test-Command. Danach brauchen wir wieder async-dev Info, so nennen wir unsere Funktion. Und hier brauchen wir die Variable Interaction. Dadurch können wir jetzt über eine Interaction Response einfach eine Message an den Slash-Command sozusagen senden. Da ich das heute mit einem Embed machen will, legen wir erst unser Embed fest. Hier schreiben wir einfach Embed, das ist jetzt die Variable, ist gleich Discord. .embed, groß geschrieben. Hier können wir jetzt unseren Title eingeben. Geben wir mal Test ein. Und eine Description. Da können wir jetzt einfach auch nochmal Test eingeben. Das ist ja jetzt nur zu Testzwecken. Könnt ihr dann ändern. Als nächstes schreibt ihr hier wieder Await. Dann brauchen wir hier die Interaction. Punkt response Punkt send unterstrich message. So, da könnten wir jetzt einmal eine normale Textnachricht reinsenden, wie zum Beispiel hallo, ich bin ein Testbot, oder wir schicken einfach das Embed mit. Das können wir jetzt hier einfach noch dazu hängen. Embed ist gleich Embed. Gut, dann sind wir mit dem Slash-Command eigentlich schon fertig. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen Token, womit der Bot auch irgendwas machen kann. Dazu drücken wir ein paar Mal Enter. Dazu geben wir hier einmal client.run ein und in Anführungszeichen kopieren wir da unseren Token rein.
Ich zeige euch auch noch gleich, wie ihr einen Bot erstellt und auch wie ihr den Token bekommt. Und dann kann es auch schon losgehen. So, hier sind wir im offiziellen Discord Developers Portal. Ich verlinke euch die Seite auch wieder in der Beschreibung. Hier drückt ihr einfach auf New Application, gebt dann hier euren Testbot ein. Ich nenne jetzt einfach MC Host Test. Das Team könnt ihr einfach so lassen und ihr müsst hier einmal die Terms of Service und die Developer Policy akzeptieren. Dann drückt ihr hier auf Create und schon habt ihr eure Application. Ihr wollt jetzt aber einen Bot haben, deswegen klickt ihr hier einmal auf die Sektion Bot und drückt hier auf Reset Token. Yes, do it. Und dann müsst ihr jetzt hier einfach euren Zwei-Faktor-Authentifizierungscode eingeben. Das müssen nicht alle, aber ich habe den aktiviert und deswegen muss ich das. So, hier habt ihr jetzt euren Token, ihr könnt hier einmal auf Copy klicken, geht wieder in euer PyCharm rein und Steuerung V und schon ist er hier drinnen. Was wir noch machen müssen, wir müssen hier die Intents, von denen ich euch vorhin erzählt habe, alle einmal auf Anmachen und speichern, da wir ja hier alle Intents aktiviert haben. Jetzt seid ihr auch schon fast startbereit. Ihr müsst jetzt nur noch hier euren Bot einladen, indem ihr hier einfach auf URL Generator klickt, auf Bot. Ihr könnt hier Permissions auswählen. Ich nehme jetzt einfach mal Administrator und kopiere mir meinen Link. Den füge ich dann hier ein. Wähle dann hier meinen Testserver. Und schon ist er auf unserem Server. Hier seht ihr ihn auch schon. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe hier oben noch einen kleinen Fehler gemacht. Wir können hier einmal dieses Playing löschen und müssen dafür hier einmal ein Type hinzufügen und tragen hier discord.activityType.playing ein. Und zudem müssen wir hier oben noch einmal Command Prefix gleich None eintragen. Leider ist dies veraltet. Es funktioniert aber trotzdem noch. Es wird wahrscheinlich in ein paar Jahren oder Monaten mal entfernt werden. Bis dahin wird es aber dann eine neue Möglichkeit geben. Ich werde die euch im nächsten Video auch zeigen. Genau, aber das reicht für uns jetzt noch. Wir können jetzt hier einmal auf Start klicken und mal gucken. Huch, da habe ich mich verschrieben. Dann füllen wir es nochmal aus. Genau, das hier ist die Warnung, dass es veraltet ist, aber der Bot ist nun startbereit und wir sehen auch hier, er ist online und spielt auch unsere Activity. Wir können nun unseren Slash-Command ausprobieren. Einmal den Info-Command. Hier passiert jetzt noch nicht viel, aber das, was wir gecodet haben, ist hier schon mal da. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas lernen. In dem nächsten Video werde ich euch zeigen, wie ihr euer Python-Skript auf einem MC-Host-Root-Server hostet. Und zudem werde ich euch einen tieferen Blick in die Bot-Entwicklung geben, indem wir einfach einen etwas komplizierteren Command mal coden. Lasst gerne einen Kommentar und eine Bewertung da. Und falls ihr Ideen für die nächsten Folgen habt, schreibt sie auch gerne in die Kommentare.